leicht ist. Seit Jahrzehnten erleben wir einen Rückgang der religiösen Praxis, stellen wir eine zunehmende Distanzierung beträchtlicher Teile der Getauften vom kirchlichen Leben fest. Es kommt die Frage auf, muss die Kirche sich nicht ändern, muss sie sich nicht ihren Ämtern und Strukturen der Gegenwart anpassen, um die suchenden und zweifelnden Menschen von heute zu erreichen. Die selige Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach als erstes in der Kirche ändern müsse. Ihre Antwort war, sie und ich. An dieser kleinen Episode wird uns zweierlei deutlich. Einmal will der Ordensvater dem Gesprächspartner sagen, Kirche sind nicht nur die anderen, nicht nur die Hierarchie, der Papst und die Bischöfe. Kirche sind wir alle, wir die Getauften. Zum anderen geht sie tatsächlich davon aus, ja, es gibt Anlass zur Änderung. Es ist Änderungsbedarf vorhanden. Jeder Christ und die Gemeinschaft der Gläubigen als Ganze sind zur ständigen Änderung aufgerufen. Wie soll diese Änderung konkret aussehen? Geht es um eine Erneuerung, wie sie etwa ein Hausbesitzer durch die Renovierung oder den neuen Anstrich seines Anwesens durchführt? Oder geht es hier um eine Korrektur, um wieder auf Kurs zu kommen, sowie schneller und geradlinig einen Weg zurückzulegen? Sicher spielen diese und andere Aspekte eine Rolle und hier kann nicht von alledem die Rede sein. Aber was das grundlegende Motiv der Änderung ist, ist die apostolische Sendung, betrifft die apostolische Sendung der Jünger und der Kirche selbst. Diese ihrer Sendung muss die Kirche sich nämlich immer neu vergewissern. Die drei synoptischen Evangelien lassen verschiedene Aspekte des Sendungsauftrages aufleuchten. Die Sendung gründet zunächst in der persönlichen Erfahrung. Ihr seid meine Zeugen. Sie kommt zum Ausdruck in Beziehungen, macht alle Menschen zu meinen Jüngern und sie gibt eine universelle Botschaft weiter, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Durch die Ansprüche und Sachzwänge der Welt aber wird das Zeugnis immer wieder verdunkelt, werden die Beziehungen entfremdet und wird die Botschaft relativiert. Wenn nun die Kirche, wie Papst Paul VI. Sagt, danach trachtet, sich selbst nach dem Typus, den Christus ihr vor Augen stellt, zu bilden, dann wird sie sich von der menschlichen Umgebung tief unterscheiden, in der sie doch lebt oder der sie sich nähert. Um ihre Sendung zu verwirklichen, wird sie auch immer wieder Distanz zu ihrer Umgebung nehmen müssen, sich gewissermaßen entweltlichen. Der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute den Glauben vollzieht, eben dadurch, dass ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheit ist. Sagen wir es noch einmal anders. Der christliche Glaube ist für den Menschen alle Zeit und echt nicht erst in der unsrigen ein Skandal, dass der ewige Gott sich ums Menschen kümmern, uns kennen soll, dass der Unfassbare zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort fassbar geworden sein soll, dass der unsterblich am Kreuz gelitten haben, gestorben sein soll, dass uns Sterblichen Auferstehung und ewiges Leben verheißen ist. Das, so glaube ich, ist für die Menschen allemal eine Zumutung.